Hallo, meine lieben Brau- und Bierfreunde. Heute muss ich wieder Bier etikettieren. Das kommt ins Lager. Meinen letzten Sud, den fünften Sud seit der großen Reise, habe ich eben in den Kühlschrank. Der bleibt jetzt da drin 3-4 Wochen. Und ja, dann ist es Mitte, Ende Januar. Das Bier hier, das ich jetzt etikettiere, das ist im Januar dann reif. Ich habe zwar schon einige probiert, ist sehr gut. Was es ist, sage ich euch später. Jetzt seht ihr erst einmal, um was für ein Bier es geht. Ich habe eine neue Kreation gebraut. Im Oktober, glaube ich, war es. Ja, so lange dauert es, bis ein Bier reif ist zum Trinken. Ja, bis dahin etikettiere ich mal und ihr schaut euch die Bilder an. Ja, meine Braufreunde, Heimbraufreunde, heute wird wieder gebraut. Es ist jetzt Mitte Oktober. Ich habe jetzt nach der Sommerreise schon 2 Bier gebraut. Einmal die Weißette und einmal California Sunset, das untergärige. Und heute gibt es eine Pomela. Ja, wenn ihr ein bisschen Fantasie habt, kommt da drauf. Pomme ist französisch der Apfel. Und Ale, ja, ist ein Ale, ein obergäriges Bier. Zusammengesetzt, das Ale umgedreht heißt. Meine neue Kreation, und es ist eine neue Kreation, habe ich das erste Mal heute auf dem Plan, die Pomela. Das heißt, ich brau ein helles Bier. Dazu habe ich mir das Rezept von der Ziege ausgesucht. Das ist ein helles, schon etwas hopfenbitter. Und dazu gebe ich dann nach dem Kochen oder nach der Ausschlagwürze gebe ich dann statt Wassereis eben gefrorenen Apfelsaft dazu, 2 Liter. Und das Ganze vergehe ich dann mit einer Kirschhefe. Und dann schaue ich mal, was rauskommt. Jo, also weiter geht's. Ich muss noch schroten. Und wie ihr mittlerweile wisst, in die Ziege kommt auch ein Anteil Weizenmalz rein. Und für das Weizenmalz, das ich extra schrote, in einem zweiten Gang habe ich die Weizen enger gestellt. Für das normale Malz, also Pilsnermalz, BL-Malz, habe ich ein 1,5er Leere, also es ist ein Sperrholz, 1,5 dick. Und für Weizen mache ich es etwas schmäler, den Weizenabstand, so 1 mm. Denn damit mir das Korn richtig zerquetscht, richtig auflöst, das Hauptfilterelement beim Abläutern sind die Hülsen, die Kornhülsen des normalen Pilsnermalzes. Da sieht man ja, dass die Hülsen des Kornes noch relativ grob vorhanden sind, so soll es sein, und die bilden dann ja das Filterelement, um die Schwebestoffe beim Abläutern zurückzuhalten, damit es ein klarer Sud wird. Jo. So, dann machen wir das wieder staubfrei. Also dieses Schroten des Kannes, das ist schon eine staubige Angelegenheit.
Hier oben auf liegen jetzt die geschrodeten Weizenkörner. Jo, also, jetzt geht's dann ans Einmeischen. Da muss ich noch den Läuterbehälter montieren. Ja, ich baue ja jedes Mal meine Brauerei neu auf. Ist nichts automatisiert. So, heute tun wir bei 50 Grad einmeischen. So, das schütten wir natürlich nicht auf einmal rein, sondern wir achten darauf, schon beim Einmeischen, dass eine Klumpenbildung verhindert wird. Oh, herrlich. Ja. Jetzt 4 Kilo Malz. Weizenmalz und Pilsnermalz. Und den pH-Wert des Wassers etwas runterzubringen, der liegt hier in Oberstbach bei 7. Etwas Sauermalz noch. Oh, der Topf wird voll. Wie gesagt, das sind jetzt aber etwa 4 Kilogramm, 3,95 an Malz und 20 Liter Wasser. Nachgusswasser werde ich dann wärmen, 12 Liter. Und das genügt dann, um an Ausschlagwürze 20 Liter zu haben. Oder 21. So, das lassen wir jetzt 15 Minuten ruhen. So, nachdem wir jetzt das ein bisschen eingeweicht haben, heiz mal auf 63 Grad. Das ist die erste Stufe. Das ist die sogenannte Maltose-Rast. Kommt dann zu 63 Grad. Dort wandeln Enzyme die Stärke des Korns in verkehrbaren Zucker um. Es kommt dann noch eine Verzuckerungsrast bei 72 Grad und dort entsteht dann durch die Enzyme im Korn nicht verkehrbarer Zucker. Der macht dann das Bier ja, weich, nicht süß, aber malzig weich. Genau. So, jetzt geht's auf 63 Grad aufzuheizen. Da messen wir immer mit unserem Thermometer die Stufen. Was haben wir jetzt? Von was gehen wir aus? Von 49 Grad gehen wir aus, fast 50. Und jetzt müssen wir natürlich rühren, denn am Boden des Kessels wird er geheizt und damit dort nichts anbrennt. Das würde das Aroma verfälschen natürlich. Müssen wir rühren. Und das mache ich von Hand. Viele benutzen da ein Rührwerk, aber ich denke mir, kannst du sparen, ich bin ja sowieso da. Kann ich rühren. Eine andere Arbeit mache ich in der Zeit nicht, denn meine ganze Aufmerksamkeit gehört heute dem Braun. Genau.
jetzt geben wir den zweiten Hopfen dazu. Hallertauer Mittelfrüh. Der kocht jetzt noch für 10 Minuten mit. Und dann tun wir die Ausschlagwürze raus. So, das war das letzte zu etikierende Bier. Ihr seht, ich habe schon meine drei trinkbaren Biere hier. Das ist auch schon trinkbar. Ne? Also man kann jedes Bier trinken hier. Aber die sind schon ausgelagert und sind eigentlich, müssen weg. Genau. Ja, also das letzte, das ich jetzt etikettiert habe, ist ein Coffee Border. Habe ich ja, glaube ich, letztes Jahr schon mal vorgestellt. Ein sehr dunkles Bier, also ein Border, welches mit Espresso verfeinert wurde. Sehr gut. Also, das ist hammermäßig, sage ich euch. Schade, dass ihr keins bekommen könnt im freien Handel. Denn meine Biere, wie ihr wisst, werden ja nicht verkauft. So, machen wir es uns gemütlich. Ihr habt ja nun gesehen, was ich gebraut habe Mitte Oktober. Das war die Bommela mit Apfelsaft vergoren. 10% von der Ausschlagwürze sind nochmal als Apfelsaft dazugekommen und mit der Ausschlagwürze, mit der Malz-Ausschlagwürze vergoren. Das machen wir dann mal auf. Das erste nach der großen viermonatigen Reise war die Weißette mit Limetten verfeinert. Sehr gut. Mein Standardbier. Und das brauche ich jetzt dann im neuen Jahr gleich wieder als erstes. Das ist das California Sunset, habe ich euch auch schon vorgestellt. Ein untergäriges Bier, aber mit einer kalifornischen Hefe, die eben schon bei 15 bis 18 Grad gut vergärt. Hat auch einen untergärigen Geschmack. Also es schmeckt anders wie ein normales Ale, obergäriges. Und lässt sich hier gut im Winter machen, denn da hat mein Keller ja so 15, 16, 17 Grad. Ich glaube, bei 17 Grad ist vergoren worden. Ich schreibe alles auf und es ist sehr gut auch geworden. Also das ist, ich habe so beschlossen, das wird mein Standardbier, mein All-Day-Bier. Das Coffee Border, das ist dann auch nochmal in der Reihe. So, und nun machen wir mal die Bommela auf. Oh. Dazu holen wir uns ein Gläschen dabei. Dass ihr seht, ich trinke auch anderes Bier. Hier war ich mal bei der Brauerei Sonne in Bischberg, das ist bei Bamberg. Machen auch ein sehr gutes Bier. Aber nun geht's an die Bommela. Wie ihr ja gesehen habt oder gehört habt, ist hier ein Anteil von 26% Weizen dabei, Weizenmalz. Da gibt es natürlich einen schönen weichen Schaum. Wunderbar. Und es riecht schon ein bisschen, säuerlich.
ist weich wie ein Bier. Die Hopfenbittere kommt nicht vor, aber die Säure des Apfels. Es ist also eine schöne, weiche Säure mittlerweile. Da habe ich natürlich auch schon einige getrunken. Und man sieht, nachdem es ja nicht pasteurisiert ist im Mai, in den Flaschen, sondern es ist ja immer noch ein Rest Hefe, der sich beim Lagern absetzt, drin. Es verändert sich immer im Lauf der Zeit. Und das erste Bier, das ich getrunken habe, das war eigentlich leer. Also man hat es getrunken, man hat ein bisschen Biergeschmack gehabt, also malzig, ein bisschen hopfig. Und dann am Gaumen, der Nachtrunk, der war dann weg, das war alles leer. Jetzt ist es so eine richtig schöne Säure, die auch im Hals ein bisschen hängen bleibt. Nicht so wie der Appleboy in Frankfurt, weicher, also sehr gute Idee. Und passt auch zu dem Rezept der Ziege. Das Weizenmalz macht das Ganze ein bisschen spritzig. Und ich werde noch erzählen, ich bin ja 4 Monate auf Reise gewesen. Und als ich zurückkam, habe ich gedacht, naja, das Bier, das noch über war, das noch im Keller war, das ist bestimmt weggetrunken. Aber es war noch fast ein Kasten da. Und es war sehr, sehr, sehr geschmackvoll, sehr trinkbar. Wirklich. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ey Jürgen, du trinkst dein Bier viel zu früh. Du musst das länger lagern, auflagern. Wie ich jetzt eben gerade schon gesagt habe, bei der Pomela. Und das hat man natürlich bei 4 Monaten Lagerzeit noch mehr gemerkt. Die Ales, die werden in der Zeit weicher. Richtig süffig, weich. Und da ich ja viel mit Früchten mache, hier die Weißette zum Beispiel, Coffee Porter oder Pomela jetzt mit dem Apfel, dieser Fruchtgeschmack, der bleibt gleich, aber nachdem das Bier etwas sich dämpft, weicher wird, kommt natürlich der Fruchtgeschmack etwas mehr raus. Das waren super Biere, also wirklich, das letzte, was ich getrunken habe, das war dann schon mehr als 6 Monate alt. Herrlich, wunderbar. Also MHD könnt ihr bei mir vergessen. Also, in diesem Sinne, ich trinke nochmal auf euer Wohl. Bleibt gesund, verlebt schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und man sieht sich mit einem Prost im neuen Jahr. Salut, tschüss.